Ich krieg jetzt das ganze gute Zeug. Das ist mir bewusst. Und übrigens, guten Tag, meine Leute, willkommen zu... Ich weiß nicht, was das ist. Hi! Willkommen zu Sonic. Ich bin... Ja, hi! Wir sind heute hier in Robotropolis auf Möbius. Ist ja ekelhaft. Und wir werden... Wir werden Robotnik einen Chili Dog in den Po stecken. Geil. Oh nein, König, was ist sein Name? Sein Name? Rasputin. Goddammit. Okay, warum bin ich schon... Also, ich bin nicht Level 2. Da stehen nur 2 drauf. Ich bin dumm. Kann ich Menschen umbringen? Ich will Menschen umbringen. Nee. Ich habe noch immer keine richtige Introduction gemacht, das ist genial. Willkommen zu Castle Crashers Random Runde, weil ich gerade nichts Besseres zu tun habe. Es ist 3.48 Uhr. Und ja. Stell du dich auch einfach mal vor. Hallo, ich bin der Adolf Hitler. Yep. Ich habe schon in einigen Filmen mitgespielt. Ich bin bekannt geworden durch Telefon und Internet. Und Memes. Ja, Hitler-chan. Oh nein, die geilen Nutten. Nicht. Nicht meine Nutten. Jetzt wird's ernst. Sie tut mir immer so leid. Sie wird immer über den Boden gezogen. Jo. Man darf, weißt du, in diesem Spiel ist es ja so, man darf nie das Gesicht von der einen Prinzessin sehen. Nice. Ja, es ist tatsächlich so, man sieht nie ihr Gesicht. Und am Ende vom Spiel kann man sich eine Prinzessin aussuchen, wenn man alle gerettet hat. Und wenn man dann die mit dem Gesicht nimmt, dann passiert etwas Magisches. Man sieht ihr Gesicht trotzdem nicht. Doch, aber sie ist ein Clown. Wunderbar, du hast einen Clown gewählt, du Trottel. Ja, deswegen, das ist das beste Ende. Ich schwöre, wenn es dafür kein Achievement gibt, dann raste ich aus. Und tatsächlich, wenn du sie küssen willst, dann ploppt auf einmal ihr Hut ab und dann hat sie einen grünen Afro und Clowns Make-up. Und dann fängt sie an zu tanzen und dann laufen Pinguine durchs Bild. What the fuck? Und das ist das Ende des Spiels. Sehr erotisch. Ja, nicht wahr? Besser als jeder Hentai. Da gerät mein Blut in Wallung. Oh, ich bin zu arm. So. Arena. Jetzt erstmal ein bisschen Brutalität für die Kinder. Du kannst mir nichts anhaben. Du nah. Fuck. Geh weg. Nee. Weiche. Du Pisser. Warum tut das so weh? Weil ich's... Wir sind beide gleichzeitig gestorben. Nee. Ach nee, du bist wieder aufgestanden. Ja. Natürlich. Du Raubein. Aua. Die Menschen. Ich glaube, es gibt sogar ein Achievement, wenn man vom ersten Level bis zum ersten Boss niemandem wehtut und einfach nur dumm rumsteht, dann kriegt man ein Achievement. Pazifist oder was? Ja, tatsächlich Gewissensverweigerer. Wundervoll. Das klappt aber eben nur im Multiplayer, das tut so weh. Das heißt, wenn du keine Freunde hast, hast du ausgeschissen. Ja, deswegen. Der Completionist hat da bestimmt ein paar Probleme gehabt. Ach nee, ich bin ja der Grüne. Ach, fuck. Kommst du ja früh drauf? Ich hab auf dich geguckt. Oh! Hurra, 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 hurra! Münzen. Münzgeld. Münzgeld. So nannte man das früher. Level 2! Wie? Magie. Hui. Boah, jetzt habe ich die Spin Attack, die ist geil. Die macht keinen Schaden. Ich weiß, aber die schaut stylisch aus. Ja, nicht wahr? Ich benutze sie ab und zu auch. Da ist was, ich will doch. Nein! Nein! Der Chili Dog! Nicht der Chili Dog!
Nicht mein Chili-Dog! Und er ist despawned, wundervoll. Danke. Das tut so weh. Du hattest nicht mal Schaden. Aber ich hatte Hunger. Denk doch an die Kinder. Du bist kein Kind. Wir sind am selben Tag geboren, was willst du? Ja, das ist ja das Geilste. Das tut ein bisschen weh. Weißt du, meine erste Freundin und meine zweite Freundin waren auch am genau selben Tag geboren. Das sind auch Schwestern. Das wär's ja. Autsch. Ich weiß nicht mal, ob ich das hochlade. Das tut so weh, warum? Apfel, 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 Apfel. Oh, nimm du den. Fick dich. Mobbing! Der ist schon 10-mal gestorben! Speedrunner sind die auf jeden Fall nicht. Ach was. Wenn wir das noch 10 Minuten lang machen, dann ist das Spiel durch. Oh, du hast den Bogen bekommen! Oh, ich auch. Oh, cool. Fick dich. Nein, fick dich! Oh, ich hab ein böses Wort gesagt, das tut mir so leid. Keine Sorge, mein Kanal ist schon lange nicht mehr kinderfreundlich. Das tut so weh. Warum tut hier alles so weh? Weil das ein oder Spiel ist, nur bin ich nur Schwerter und fucking, was ist das überhaupt für meine Waffe? So ein Mega-Dildo? Das ist eine Keule. Ich bleib bei Mega-Dildo. Du Idiot. Was ist Idiot, oh, du Idiot? Fidalco! Nein! Elements, versuch ihn nicht zu retten. Get wrecked. Das Schiff ist schon lange untergegangen. Ein wortwörtlicher Rambock. Ach, fuck. Gut gemacht. Wo bin ich, oder? Autsch. Nö. Hui. Ernsthaft wurde ich gerade gecombot, fickt euch doch. Wo bin ich, oder? Kann ich mal aufhören, getroffen zu werden, meine Güte. Oh, ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Entweder das oder wir sterben gleich. Vor Dummheit. Oh, guck mal, wie wenig Leben ich hab, weil du das Hühnchen aufgehoben hast. Sagte der Typ, der gerade ein Level-Up bekommen hat. Ach, guck mal, ich hab wieder volles Leben. Na, siehst du. Ess den Apfel. Guck mal, das wie war eine Birne. Es war eine Birne. Es war eine Birne, du Birne. Ich sehe grün. Ich sehe nur grün. Das ist alles für mich ein Apfel. Und ich sehe rot. Alles Blut hier. Ich bin sehr erregt von dem Blut. Das ist Periode. Periode schmeckt nach Eisen. Das hab ich gehört. Eigenerfahrung, ne? Ich bin der Periodenritter. Guck mal, an meinem Schwert hängt Periode. Oh ja, Level 3. Du brauchst ja meinen Kill! Du Scrub! Get wrecked. Warte mal, ich glaube, den kann man schlagen. Oh, geil, eine Banane vom Tannenbaum. Eine Banane vom Tannenbaum, okay. Weil fick die Logik und fick die Henne. Das tat weh. Ich spucke dich an. Oh, Crit. Und RIP. Let it rip. Beyblade. Ja. Ich fand Beyblade immer schon so dämlich. Ich meine, bei Pokémon und so Digimon kann ich es ja noch verstehen. Aber Beyblade ist einfach nur fucking Tops.
I did it. Ich finde das leicht komisch. Was? Im normalen Modus sind hier Gegner, aber im Hard Mode sind hier keine Gegner. Die Challenge ist, dass ich dann Essen wegfresse. Der Langeweile zu widerstehen. Jo. Oh Junge, erster Boss. Ja, und wir sind beide keine Gewissensverweigerer. Großer Dude. Nein, größerer Dude. Das verdient ein Achievement. Ja. Wo hast du denn hingeschossen? Das sind ja dreckige Posen hier. Ist ja ekelhaft. Ich bin durch ihn durchgefallen. Wow. Ich glaube, wenn er diese Attacke macht, kannst du einfach Schild drücken. Die, wo er das Gitter schießt. Ist ja ekelhaft. Ja, nicht wahr? Oh, der hat mich eingepflanzt. Ne? I'm grounded. Badumts. Ja, tatsächlich, man kann einfach blocken, wenn er das macht. Wo bin ich? Apfel. Hinter ihm. Apfel. Das wird ein Running Gag. Vogel! Kill everyone! Ah! Because it's fun. Oh, pass auf, geh weg. Ne, ich block das einfach. Oh, Banane. Weißt du was? Nimm du die. Nimm du die. Danke. Immer die Bananen, Alter. Mehr kriegt man im Leben nicht geschenkt. Du darfst nur die Bananen fressen. Oh, noch eine Banane. Die süßen Tropenfrüchte, Alter. Knuckles. Ja. Knuckles, lange Banane. Nick Knuckles. Oh. Sehr erotisch. Renn, du Hunde. Okay. Oh yeah. Ich nehme die rechte Seite und du die linke. Get money, get bitches, get everything, I'm rich. Bei dir kam viel mehr als bei mir. Oh shit. Geh weg. Nick! Ja, okay, aber die grüne bekommt. Nee, die ist schwarz, die kannst du auch haben. Well, that was easy. Warum tust du mir immer so weh? Weil es lustig ist. Und sobald die Leute aus dem Chat draußen sind, züngeln wir. Neuer Zauber! Ja. Oh ja. Moment, ich sollte nicht so viel auf eins. Ich mach das immer nur beim ersten Mal auf Zauber. Ich brauche keine Zauber, ich bin schon so zauberhaft. Na, es geht mir nur drum, damit ich gleich zu Anfang das hier machen kann. Damit ich schießen kann. Ist ja ekelhaft. Mit meinem Zauber. Stopp. Das war zu schlecht. Warum hast du jetzt Yoshi? Ich komme mir vor wie ein deutscher Let's Player. Taktloser Humor. Ist ja ekelhaft. Mein Yoshi schaut in die falsche Richtung. Die Musik ist toll. Ja. Das ist die Erkennungsmelodie. Ja. Hab ich da Pisser gerade geworfen? Ja, das können die Großen. Oh, und später. Später können wir die Großen werfen. Oh nice. Level 4. Also wenn wir selber Große sind. Wir können später Buff Boys werden. Oh nice. Nee, der wirft mich. Danke. Komm schon, du Baum. Ja. Willst du mal den Yoshi? Get Yoshi'd on. Oh, Crit. Oh, der hat Yoshi gestohlen! Das war ein Scharfschütze! Ich habe den Yoshi zuerst gestohlen von einem von denen! Genau. Unser Yoshi.
Wir holen ihn nur zurück. Nein, nein, er hat anfangs ihnen gehört und dann habe ich ihn mitgenommen. Ja, jetzt ist unser Yoshi. Ja, und jetzt ist es unser Eigentum. Oh ja. Kein Freund, Eigentum. How do I tree? Das ist so lustig. Ah, kann ich den? Guck mal dahinter, dahinter ist was. Ich such mich für Tierinfos. Du hast jetzt eine Tierkugel. Du hast jetzt eine Tierkugel bekommen, die helfen dir. Oh, cool. Die geben dir spezielle Effekte. Ist ja süß. Zum Beispiel ein Igel gibt dir mehr Geschwindigkeit. Nein, Verteidigung. Okay, das ist dämlich. Warum gibt mir ein Igel nicht Geschwindigkeit? Gotta go fast! Yeah! Hey Eggman, sag mal Chili Dog! Hey Eggman, machst du Pilze? Mama, krieg ich auch eins? Du Wichser. Dafür nehme ich das Seepferdchen. Das Seepferdchen hilft mir, im Wasser schneller zu schwimmen. Weißt du, das Gesicht von den Typen schaut aus. Du siehst, dass dieser Busch läuft und das erste, was du machst, ist draufschlagen. Ja. Diese Gesichter von diesen Typen schauen aus, als hätten die Arschlöcher. Oh, guck mal. Und jetzt kriegt die Eule Angst. Oh Gott. Die scheißt sich jetzt tot. Gut gemacht. Schon geduscht, ich bin geduscht. Die ist tot. Ja, hab ich doch gesagt. Ja, Mann. Ich finde diese Animation hier sehr schön. Kriegt diesen Busch nicht. Ach so, das ist gar kein Gegner. Die schauen aus, als hätten die Arschlöcher für Gesichter. Den Anus. Ja. Den Anus im Herzen. Warum hat meiner kein Geld fallen lassen? Das ist doch beschissen. Meins. Oh. Danke nice. Für deine Waffe. Gerne. Hier, nimm das richtige Schwert. Ach, deine Waffe hat überhaupt keinen Effekt. Hat meine Waffe einen Effekt? Wer braucht schon Effekte? Ich bin stark. Du hast eine Waffe aufgehoben. Du solltest vielleicht deine wieder nehmen. Warum? Weil ich nicht weiß, ob die besser ist als deine. Also vielleicht hat mehr Schaden. Vielleicht hat die, die du jetzt hast, einen negativen Effekt. Ach. Guck mal. Die macht zwei, also damit hast zweimal du zwei mehr Schaden, aber Agilität runter. Ja, du bist damit langsam. Ist despawned. Na egal. Nun ist es wenigstens registriert. Ja. Fische. Die kannst du dir ab jetzt immer holen. Oh, mach. Das können wir später rein. Ist das Pup? Ja, Puptier! Yo! Ja. Das können wir später reiten, wenn du ganz. Puptier ist toll. Das ist meiner. Jetzt kann ich schnell im Wasser. Jetzt kann ich mich schnell im Wasser bewegen. Man könnte sagen, du hast dein Seepferdchen gemacht. Ha! Der war schlecht. Gewöhnt euch dran. Ich hab gerade ein Achievement bekommen. Ah, ich nicht. Seepferdchen gemacht. Wirklich? Nein. Oh, schade. Das ist ja zu schön gewesen. PK, PK. Milo, Milo. Ich wusste nicht, dass du jodeln kannst. Buschmänner! Tötet sie! Ein Anhängsel! Ein weibliches Geschlechtsorgan. Ist ja ekelhaft. So sehen sie doch aus, gib es zu. Sie werden unten rum dünner. Und sie haben zwei Beine. Ein Ast. Wundervoll. Er macht dich. Oh, du hast eine versteckte Waffe gefunden. Die ist gar nicht schlecht. Was macht die? Ich hab gar nicht geguckt, die ist gar nicht schlecht.
Ach ja, stimmt ja. Dieser Typ ist verdächtig. Tatsächlich, ich glaube, da kann man später eine Bombe hinlegen und dann kommt da was raus. Nice. Das ist ein Tierfreund. Der schaut das mir ist so zu eine, böse das, für den Tierfreund aus. Das ist so eine Tierkugel. Ich weiß aber nicht mehr, wie man die bekommt. Gar nicht. Das ist der Trick. Oh, hi. Oh, der Buffboy. Toilettenhumor, ja. Mein Lieblingshumor. Die haben alle Angst vor etwas, du. Schnell. Die Kleinen klauen gerne Gold. Und ich klau denen ihr Leben. Ja, fick dich. Fick dich. Und jetzt wirst du sehen, es gibt auch Frauen. unter diesen Anus-Dingern. Und wir verschonen nicht mal die Frauen und Kinder. Ich verschone niemanden, ich töte alles. Wir sind ins Dorf gelaufen. Und überbringen denen die Nachricht mit Schmerz. Ja, wenn dann schon richtig. Dass ihre Männer tot sind. Warum haben die da ein Bild von George Washington? Das ist nicht George Washington. In meinem Kopf ist es George Washington. Guck mal, ich krieg Schaden, wenn ich hier drin stehe. Wer hätte damit gerechnet? Oh Gott, Boss-Time. Oh, das ist der Maiskolben-Boss. Schaut eher aus wie Durchfall. Es gibt später einen Maiskolben-Boss. Geil. Und dieser Boss ist so lächerlich, weil er dich mit jedem Schlag, den du machst, heilst. Weil jedes Mal, wenn du ihn schlägst, fällt Popcorn von ihm ab und das heilt dich. Wundervoll. Das erinnert mich an den Boss aus Yoshi's Story. Und er hat so absurd viel Leben. Das erinnert mich an den Boss aus Yoshi's Story. Ich glaube, das war der erste Boss. Den besiegt man, indem man ihn ableckt. Und jedes Mal, wenn man ihn ableckt, kriegt man HP zurück. Das habe ich mal gehört. Davon habe ich mal gehört. Sobald du den Großen getötet hast, sind die Kleinen alle tot. Das ist egal. Nice. Und die musst du dich nicht kümmern. Tue ich auch nicht. Geld, 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 Geld. Apfel. Du Wichser. Pupptier! Wo ist Pupptier? Ja! Wenn du ganz viel Glück hast, dann kriegst du es. Ich will Pupptier. Gib mir Pupptier. Bitte. Bitte. Es ist immer das linke, glaube ich. Ah, oh, verdammt. Also bräuchte man 4 Spieler dafür. Nee. Einer, ich glaube, es ist random, wo die stehen. Ah, okay. Du hättest es auch so bekommen können. Okay. Okay, und du bekommst ein Achievement, wenn du hier durchkommst, ohne getroffen zu werden. Okay, let's do it. Habe ich schon. Da kommen auch gleich Wände, da musst du gucken, wo da Licht ist. Daran siehst du nämlich, wo der Durchgang ist. Ist ja ekelhaft. Ja, nicht wahr? Abstoßend. Concentration Mode activate. Fuck. Ja, das tut ja irgendwie weh. Weißt du, hätte ich Pupptier, hätte ich sicher gewonnen. Jetzt gibt es kein Concentration. Ja, jetzt kann ich mich zurücklehnen und Pupptier zuschauen. Ich wurde auch getroffen. Wundervoll. Ich laufe jetzt einfach in ihn rein. Fuck. Oh, das tut ja Combo Breaker! Guck mal, wir können auf ihn schießen. Wir können nach vorne schießen. Wir können uns auf das Ding draufstellen und schießen. Wie angenehm. Das ist schon ziemlich lustig, unsere Choreografie. Okay, jetzt nach hinten. Wenn beide Spieler hinten sind, dann finde ich es toll, weil dann wird der Screen verlangsamt. Das finde ich toll. Das ist auch schon alles. Dann wird der Screen verlangsamt und dann weißt du, und dann hätte dich das Ding eigentlich fangen können. Sehr erotisch. Es hätte dich eigentlich kriegen können, aber man... Weißt du... Ach, ich bin... Es ist früh am Morgen, es tut mir leid. Ich bin leicht verwirrt.
bist du immer. Oh, endlich. Ich bin leicht sexuell verwirrt. Gib mir den Fisch, danke. Wo bin ich? Ich bin tot! Das ist alles deine Schuld. Oh, das ist ein Apfel. Den nächsten Boss besiegst du nicht alleine. Das sage ich dir jetzt schon. Warum? Der Catfish ist erbarmungslos. Deine Mutter auch. Und die habe ich auch schon besiegt. PK. Qualitätswitze, nur auf meinem Kanal. Wo kommt das denn her? Von meinem Kanal. Wo kennt man dich ja gar nicht. Doch. Täglich. Ah, das tut so weh. Yay, Level Up. Oh, wollt ihr mal meinen Hals hören? Qualität. Ja, das sind Qualitätsrippen, die ich da hab. Oh, okay. Nee, der Apfel. Button Mashing! Yay! Autsch. Okay, der Hai ist sehr kawaii. Ja, ich kann ihn reiten! Das macht mich glücklich. Ja, das finde ich ziemlich cool. Okay, soll ich dir die Strategie für diesen Boss nennen? Einfach draufhauen. Sobald der anfängt zu spucken, du musst das kaputt machen, das Wollknoll. Jetzt hat sie, es hat nicht geklappt. Du siehst, die haben da hinten eine Kanone. Ja. Und du musst dieses Wollknoll kaputt machen, bevor es das Schiff erreicht, sonst fällt die Kanonenkugel aus der Kanone raus. Ah. Jetzt musst du es kaputt machen und jetzt musst du genau da stehen bleiben. Du musst in der Mitte bleiben und dann wird er von dem Ding getroffen und jetzt kannst du ihm viel Schaden machen. Nice. Aber es ist halt wichtig, dass du genau da stehen bleibst, wo du bist. Weil dieses Spiel nimmt diese Pixel-Scheiße sehr genau, siehst du? Hab's gemerkt. Das klappt nicht. Da musst du immer ausweichen. Okay. Jetzt müsst ihr wieder spucken. Jo. Und jetzt ein bisschen weiter nach unten. Yeah. Hm. Dieser Bosskampf zieht sich ziemlich lange. Ich merk's. Autsch. Du kannst ja jetzt auch mal deinen Zauber ausprobieren, wenn er geschwächt ist. Denn wenn du deinen Zauber gedrückt hältst, dann machst du kontinuierlich Schaden. Nein, mein Fisch! Verdammt! Weißt du, die Magie vom Roten Ritter ist nicht einfach nur ein Schuss, sondern wenn du das gedrückt hältst, tut er tatsächlich die ganze Zeit schießen. Awesome. Das ist nämlich, dieser Rote Ritter ist der Imperator in Verkleidung. Unlimited Power! Genau. Okay. Der kann nämlich Blitze schießen. Hey Yoshi. Tschüss Yoshi. Das ist ein Krokodil. Es ist Yoshi. Movement. Wenn er das macht, genau vor das Schiff stellst, dann knallt er gegen das Schiff und dann hört sie die Attacke auf. Ja. So kannst du das verkürzen, Speedrun. Die Attacke. Ja, Speedrun, genau. Ich glaube nicht, dass ich das überlebe. Oder? Obwohl. Schlag drauf und jetzt weiter. Yeah!
Weiche! Gott, ein Pixel-HP! Ein Pixel-HP! Oh, der Horror! Mal, wie viele Leute du besiegt hast. Das passiert halt, wenn man nicht stirbt. Neuen Bereich freigeschaltet. Du tust mir weh. Gern geschehen. Okay, ich glaube, das wär's für diese Aufnahme. Alles klar. Ich meine, wie lange gehen wir auf? Oh, eine halbe Stunde, okay. Doch, das geht ja. Das ist sehr akzeptabel. Ja. Also, wenn das ein Projekt wird, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Und bis dahin, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.